Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Pimp My. Und zwar geht es heute um einen Game Boy Pocket und dem werden wir Hintergrundbeleuchtung verschaffen. Wie viele von euch kennen das von damals? Man hat seinen Gameboy gehabt, wollte damit im Bett spielen abends und das war schon sehr schlau von Nintendo, weil nur kleine Kinder haben meistens Gameboy gespielt damals. Und so gab es nicht dieses Dilemma, dass die Eltern Probleme hatten, die ins Bett zu schicken und den Gameboy quasi außer Gefecht zu setzen. Aber heute ist das alles anders. Wenn wir als Erwachsene uns zurückerinnern an die Gameboy-Zeit, möchten wir das auch mal gerne wiedererleben. Und damit dieses Spielerlebnis uns Tag und Nacht erhalten bleibt, gibt es einen Mod, um das Ganze von hinten zu beleuchten. Als erstes mal ein Bild von einem Game Boy Pocket, den ich bei eBay für 19,99 € ersteigert habe. Ja, so sah der aus. Aber ich bin ja der Gameblamer und deswegen lasse ich mich ja nicht lumpen und habe das Ganze einfach mal selbst ein wenig lackiert. Das sieht ja schon viel, viel besser aus auf jeden Fall als dieses Schwarz, Blau, was auch immer das war. Es ist nicht perfekt, aber sieht sehr viel schöner aus als so mancher Gameboy, der bei euch im Regal liegt, da bin ich mir sicher. Was braucht man für diesen Mod? Für diesen Mod braucht man einmal, das habe ich von nonelectronics.com, und zwar ist das komplett, kommt das auf die Glasscheibe von dem Gameboy nachher, zusammen mit Widerstand und zwei Kabeln. Dann brauchen wir einen Lötkolben. Wir brauchen etwas Scharfes, wie eine Rasierklinge oder sowas. Das habe ich mir zum Basteln geholt, so ein Bastelskalpell-Dingen. Allerdings liegt der Griff davon in meinem Auto, das ist jetzt nicht so praktisch. Aber das schaffen wir auch hiermit. Ihr braucht, das ist ganz wichtig, Moment, wo liegt er? Ihr braucht einen Triebwing-Schrauber. Das ist, wie erkläre ich das? Das ist wie ein Kreuzschraubendreher, nur mit drei Rillen. Link davon gibt es unterm Video, den könnt ihr bei Amazon ganz billig kaufen. Ich glaube, der hat ein paar Cent gekostet oder vielleicht einen Euro oder so. Ich habe mir direkt drei Stück bestellt. Man weiß ja nie. Und ihr braucht einen kleinen Kreuzschraubendreher für drinnen, da sind nämlich Phillips-Schrauben drin. Ja, und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Ich habe den Gameboy, wie man ja an der Hülle schon sieht, auseinandergebaut. Und das Ganze sieht dann ungefähr so aus. So. Wir zoomen mal ein bisschen ran, weil das meiste findet ja jetzt auf dem Schreibtisch statt. Und was ihr hier seht, ist das Display. Das habe ich schon mal rausgenommen. Und wenn ihr das rausgenommen habt, also ich setze jetzt einfach mal voraus, ihr solltet übrigens nicht modden, wenn ihr das nicht schafft, sowas mal auszubauen. Wenn ihr schon so weit seid, das ist das Display, dann geht es jetzt erstmal darum, wir müssen hier diese orangenen Plumper wegmachen und dann dieses Weiße, was hinten am Bildschirm dran ist. Und das ist sehr, sehr schwierig, da zerbrechen viele Displays und deswegen da bitte ganz, ganz vorsichtig sein. Dafür brauchen wir dann übrigens die Rasierklinge oder das Bastelmesser, wie auch immer man dazu sagen will. Und aufpassen dabei, nicht zu viel hier vorne drauf zu packen, weil das ist nachher total blöd, da Fingerabdrücke oder irgendwas abzumachen. Ja, also erhöhter Schwierigkeitsgrad, auf die Plätze, fertig, los. Erstmal machen wir hier diese blöden orangenen Plümmel, reißen wir einfach ab. Die braucht kein Mensch. Das sind so Abstandhalter für im Gameboy. Mein Gott. Und wie gesagt, dabei immer vorsichtig sein, dass ihr das Display nicht irgendwie durchbrecht oder so. Das ist nämlich sehr schnell passiert, habe ich im Internet an ein paar Stellen gelesen und gehört. Und ihr müsst aufpassen, das hier ist ja verbunden mit einem Tesafilm, dass ihr da jetzt nicht zu stark dran reißt, dass ihr hier die Kontakte abreißt. Das soll nämlich auch sehr, sehr fragil sein. Also da ganz vorsichtig sein. Das kriegt ihr nämlich nie wieder im Leben fest. So, ganz vorsichtig. So, das haben wir jetzt soweit. Auch hier vorsichtig sein, wo das hier verbunden ist. Wenn das abreißt, dann ist alles vorbei mit eurem Display.
Und ja, fangen wir jetzt einfach mal in irgendeiner Ecke an. Ich zoome mal wieder raus, weil das ist jetzt Friemelarbeit, die kann man sich vom Weiten angucken. Ich glaube, da habt ihr auch noch genügend Spaß bei. So, ich nehme das Ganze jetzt einfach so und fange hier oben an der Ecke an. Mit der Rasierklinge oder einem anderen scharfen Gegenstand, den ihr habt, zwischen das Glas und das Weiße gehen, ein bisschen weghebeln, sodass ihr da dran kommt. So, und jetzt ganz vorsichtig und langsam. Das ist wirklich jetzt eine Geduldsaufgabe. Ja, das Schwierige ist, das Ganze zu schaffen, ohne das hier abzureißen. Das ist echt schwierig, oder da. Mein Gott, aber wir haben es geschafft. Ich bin so begeistert. So, jetzt sollte das Ganze so aussehen, quasi durchsichtig. Das ist unser Display. Was wir jetzt an Fingerabdrücken und so da hinten dran haben, das können wir ganz leicht mit einem leichten Tuch wegwischen. Ich gucke mal eben, so ein Brillenputztuch oder irgendwas. Aber wieder vorsichtig, ne? Denkt daran, hier nichts abreißen. Es geht ganz einfach weg. So, na, mal gucken. Jo, alles wieder blitzeblank. So, kommen wir zum nächsten Schritt. So, als nächstes nehmen wir unser Lightning Kit von nonelectronics.com. Und da müssen wir jetzt vorsichtig sein, weil da sind mehrere Sachen drin. Und eine Sache wollen wir auf jeden Fall nicht anrühren, beziehungsweise drauftatschen, und zwar das ist das hier. Das Graue. Das nimmt nämlich Fingerabdrücke auf und Staub wie sonst was. Jetzt drehen wir erstmal einmal kurz das Display um. Wo auch schon wieder Staub drauf ist. Mein Gott, scheiße. Muss ich gleich mal regeln. So, und jetzt ist die Sache folgende. Wenn wir das jetzt da drauf legen, es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr seht jetzt schon, das Display wird schwarz. Und wenn wir das so rumlegen, ist das Display durchsichtig. Und das wollen wir auch. Wir wollen, dass das durchsichtig ist, nicht, dass es schwarz ist. Boah, Zaubertrick. Gameblamer der Zauberer. So rum, dass es durchsichtig ist, packen wir das jetzt hinten rein. Uah. Da muss man jetzt schnell sein, damit man keine Fingerabdrücke macht. Ich bin heute aber auch ungeschickt. Moment, ich sehe gerade noch. Ich habe, glaube ich, da von hinten oder ist das von hier vorne? Ich habe doch hier vorne drauf gepackt, Fingerabdruck. So, jetzt nochmal gucken, damit wir das auch richtig machen. Nicht schwarz, durchsichtig. Oh, jetzt habe ich da drauf gepackt. Na, okay, geht. Wie gesagt, durchsichtig nehmen wir's und packen das hier rein. Genau auf die Scheibe. So, das nächste, was wir nehmen, ist dieses Teil hier. An den zwei schwarzen Aufklebern seht ihr, das ist die Rückseite. Das ist die Frontseite und auf der Frontseite haben wir einen kleinen, leichten Aufkleber, den wir abziehen. Das ist, um das Ganze zu schützen vor Staub und ähnlichem. Und das müssen wir jetzt auch hier unten reinmachen.
Am besten wäre, wegen der Kabelverlegung nachher, dass ihr das Ganze halt erstmal so nehmt und die Kabel hier hinten durchzieht. Hier, wo es grau ist. War natürlich jetzt blöd, dass ich die Folie schon abgezogen habe. Jetzt muss ich nämlich das Ganze machen, während die Folie schon ab ist. So, am besten zieht ihr halt da die Kabel durch. Ihr seht schon, dabei verschiebe ich hier schon wieder einiges. Aber das ist nicht schlimm, das können wir ja alles noch richten, ist ja noch nichts fest. So. Müsst ihr halt gucken jetzt natürlich, dass die Folie, die wir vorhin da drauf gemacht haben, trotzdem das ganze Display abdeckt und gleichzeitig das hier hinten auch noch drin ist. Es sollte hinter dem ganzen Display stecken auf jeden Fall und natürlich sollte eure Folie auch das ganze Display ausfüllen. So sollte das Ganze dann aussehen. Und von hinten nochmal so. Ja, und das Ganze könnt ihr jetzt zum Beispiel, ja eigentlich schlecht zu fixieren, weil ihr dann nämlich automatisch natürlich auch auf dem Bildschirm rumkleben würdet. Das wäre natürlich jetzt nicht so schön, aber ein schöner Einstieg, das Ganze zu fixieren, ist ja zum Beispiel schon mal hier hinten das mit dem Tesafilm wieder drauf zu kleben. Dann könnt ihr natürlich hier nochmal so einen Tesafilm drüber kleben. So, wenn wir soweit fertig sind, dann packen wir das Ganze wieder in den Gameboy rein. Ich muss bei mir noch ein bisschen mehr machen, denn ich habe ja auch noch die Scheibe rausgeholt, weil ich ja das Ganze auch noch neu lackieren musste. Aber ich muss sagen, also danke an denjenigen, der mir den verkauft hat, sehr, sehr gut erhalten eigentlich, bis auf, naja, alles außen. Aber das Display hat keine Kratzer und das ist ja sehr, sehr wichtig, finde ich. Ein bisschen mit dem Prittstift dann wieder hier reinpassen. Das geht schon. Wenn er rausfällt, dann nimmt man halt mal Sekundenkleber oder so. So. Game Boy Pocket. Das sieht so super aus, finde ich. Ja, da muss man natürlich, bevor man jetzt das Display einsetzt, auch wieder hier das Steuerkreuz einsetzen und die Knöpfe. Oh, dann wäre das schon mal eingepasst. Alles. Und jetzt legen wir das Display da rein. Und zwar kommt es so da rein, wie wir es eigentlich auch vorher ausgebaut haben. Zack, passt perfekt. Fast. Und ja, jetzt bauen wir das Ganze noch ein bisschen weiter zusammen und dann müssen wir die Drähte verlöten. Wie wir die verlegen, das ist Freischnauze, das kann man machen, wie man will. Ich würde sagen, ich verlege die jetzt einfach mal hier lang, die müssen nämlich auf die Oberseite nachher, wenn wir das hier eingebaut haben. Ich setze das mal jetzt hier alles ein. Ihr seht also hier an der Seite bitte raus.
Und das passt auch ganz gut, weil hier in der Ecke ist nämlich auch ein bisschen Freiluft, nenne ich es mal. So, jetzt schrauben wir das Ganze erstmal wieder fest. Das waren die Phillips-Schrauben. Die nehmen wir, um das Motherboard wieder festzuschrauben. Oh mein Gott, meine Lieben, mir ist ein fataler Fehler passiert. Und zwar, wenn ihr das Ganze lötet, ja, dann vertauscht bitte nicht die Kabel, so wie ich es getan habe. Wir zoomen mal ran. Ein bisschen weg. Und zwar, der Widerstand, der kommt nicht hier an diesen Lötpunkt, der kommt an den Lötpunkt mit der Nummer 5 daneben. Da kommt der Widerstand dran und da dran, an den Widerstand, kommt dann das schwarze Kabel, nicht das weiße. Und das weiße Kabel kommt an den Pin mit der Nummer 4. Ansonsten ist euer Display nämlich nicht beleuchtet. Es leuchtet einfach nicht, es ist total dunkel und es macht keinen Spaß, sich das anzugucken. Jetzt baue ich das Ganze zusammen, jetzt ist es korrekt. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit einem Game Boy Pocket, mit dem man im Dunkeln spielen kann. So, jetzt ist mein Game Boy wieder zusammengebaut. Und jetzt legen wir zum Testen Pokémon Rot ein. Und machen ihn an. Ach, vielleicht sollte ich erst noch Batterien reinmachen. Ihr dachtet jetzt, das hat nicht geklappt, oder? Übrigens, nehmt am besten für euren ersten Test direkt frische Batterien, weil Batterien, die schon etwas gebraucht sind, da kann das sein, dass das Ergebnis nicht so schön wird. So, aber jetzt machen wir unseren beleuchteten Game Boy Pocket an. Am Kontrast kann man natürlich ein bisschen rumschrauben, gucken, dass man das optimal für sich selbst einstellt, aber nicht zu hell. So sieht gut aus. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß bei im Dunkeln spielen. Ja, weiter neues Spiel, Option. Tada! Ja, also alles, was ihr braucht, verlinke ich unter dem Video. Das könnt ihr dann bei Amazon bestellen. Billigen Lötkolben, den Triebwinkelschraubendreher. Allerdings dieses Hintergrundbeleuchtungsding müsst ihr bei nonelectronics.com zum Beispiel bestellen. Man kriegt das sehr selten in Deutschland, höchstens mal bei eBay. Das heißt NY, also V4NY, NY. Quasi. Und es gibt das auch in vielen verschiedenen Farben. Ich habe es jetzt in Schneeweiß geholt, weil, ne, ist ja offensichtlich, ich habe meinen Gameboy weiß lackiert. Schneeweiß war da gut. Aber es gibt das auch in Violett, in Pink, in Rot, in Grün, in Blau, in allen möglichen Farben, in denen ihr eure Gameboy-Hintergrundbeleuchtung haben wollt. Aber, ja. Nee, kein Aber. Alle Links und das Video und dann wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Und nicht vergessen zu abonnieren und zu liken. Die meisten Leute vergessen zu liken, leider. Obwohl denen das Video gefällt. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wie spät es auch immer bei euch sein mag, stay tuned, euer Gameblamer mit dem leuchtenden Gameboy. Ciao.